YouTube, was geht? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute kommt das lang ersehnte Auslosungsvideo vom letztwöchigen Gewinnspiel mit den 20 Euro Paysafe-Karten. So, eins kurz vorneweg. Ich werde das hinterher so machen, dass diejenigen von mir unterm Kommentar praktisch eine Nachricht kriegen, dass sie gewonnen haben. Und dann können sie sich per E-Mail-Adresse an mich selber melden. So habe ich mir das gedacht eigentlich. Aus dem Grund, ich möchte jetzt nicht, dass die Leute unten irgendwie im großartigen, keine Ahnung, Aufriss machen und unten jetzt ihre Sachen posten, dass das halt alles ein bisschen mehr privat ist. Ich werde jetzt hier mal drauf gehen auf das schöne Video, und zwar werde ich hier dann im Videomanager gehen. Ist mir heute auch eigentlich scheißegal, ob ihr das alles seht, keine Ahnung, Aufrufe sind da, blablabla. Gehe hier auf das Video drauf, und das war nämlich dieses hier, Pack Opening BO3 Deutsch, 20 Euro PSN-Karten gezogen. Und da gehe ich hier mein wunderschönes Programm hier drauf und dann klicke ich hier auf Pick a Winner. Da seht ihr das hier schöne Auto, mal ist leider alles auf Englisch, macht aber nichts. Running a contest on this video, click the button below to pick a random commenter. Das heißt, es ist nichts irgendwie gefaked oder ich suche mir die Leute nicht aus. Was allerdings natürlich ganz wichtig ist für euch Leute, es müssen die richtigen Antworten dastehen, also drei Sachen quasi. Ich habe mir ja gewünscht, dass es drunter schreibt. Erstens, vielleicht, wie ich heiße, das lasse ich noch gar nicht so durchgehen, wenn es nicht dort steht. Aber was auf jeden Fall dort stehen muss, ist die HG40 und das Wort Vinewood Army. Diese zwei Sachen müssen auf jeden Fall da sein. Bonusmäßig würde ich mich natürlich freuen, wenn da mein Name noch mit dort steht. Ist aber jetzt, sage ich mal, nicht Pflicht, weil ich ja nur gesagt habe, für die Hardcore-Fans. Ne? Also schön, wenn es dort steht, aber wie gesagt, HG40, Vinewood Army ist Pflicht. Sollte bei dem, den ich jetzt als erstes ziehe, das nicht dort stehen, bitte nicht böse sein. Die Regeln waren bekannt. Ich hoffe jetzt nicht, dass es passiert. 3, 2, 1. Dauert die ganze Sache natürlich ein bisschen, weil es ein paar Kommentare mehr sind, bis er das jetzt hier rauspickt. Moritz Krebs hat gewonnen. Erstmal Glückwunsch und Props an dich, mein Freund. Ich feiere Pack Openings und ich bin dadurch auf dich gestoßen. Du wolltest die HG40 unbedingt. Ich feiere deine Videos, weil du einfach weitere Pack Openings machst, obwohl du schon Pech hattest. Und weil du immer so geil über die Varianten aufregst. Dominik. Okay, gut. Mr. Vinewood Army steht drin. Auf jeden Fall sind aber trotzdem alle Gewinne gegeben. Ob jetzt Mr. Vinewood Army oder Vinewood Army steht, ist mir eigentlich jetzt auch Käse egal. Moritz Krebs, auf jeden Fall Glückwunsch an dich. 20 Euro PSN für dich auf jeden Fall. Glückwunsch. Zweiter. 3, 2, 1. Das Glücksrad dreht sich, meine Freunde. Das Glücksrad dreht sich. Drei Chancen haben wir. Aus über, wie viele Kommentare waren es? 663. Mastermord HD Action. Du bist leider raus, mein Freund. Nur Dominik reicht nicht. Sorry. Ich kann leider auch nicht berücksichtigen, wenn du es wie viele andere probiert hast. Ich möchte das gerne in einem Kommentar haben. Also mehrere auf einmal zählen auf jeden Fall nicht. Weil jeder soll natürlich eine gleich faire Chance haben. Macht natürlich das Video auch ein bisschen spannender. Also wie gesagt, keinen zweiten Gewinner bis jetzt. Schauen wir mal, was er uns jetzt ausspuckt. Ich hoffe, mit den richtigen Antworten. So, der Lauren Hens schreibt... Vinewood Army, Name Dominik, Waffenfarmers. Ich bin auf dich mit den Pack Openings gekommen. Ich finde dich lustig. Laurin, leider hat es für dich auch nicht gereicht. Ich hoffe, wir finden überhaupt noch jemanden zweiten. Waffenfarmers ist leider komplett falsch. Dominik war schön, Vinewood Army okay. Alles gut gemacht, aber bei der Waffe leider lieber noch ein paar Pack Openings mehr angucken von mir, sage ich mal. So, das Glücksrad dreht sich erneut. Schauen wir mal, was wir da Schönes machen können. Wie gesagt, ich lasse jetzt im Hintergrund auch kein Gameplay. Oh, da haben wir schon. Ich habe dich auf der YouTube-Suche Pack Opening geschrieben und dann habe ich dich gefunden. Dann bist du sympathisch rübergekommen und du wolltest unbedingt die HG40, die du jetzt neulich gezogen hast. Da hat sich jemand eiskalt informiert über den Mr. Vinewood. Ich feiere es ohne Ende. X4GX54, herzlichen Glückwunsch zu deiner 20 Euro PSN-Karte. Auch du wirst von mir unter dem Kommentar dann eine Nachricht kriegen, dass du dich an meine E-Mail-Adresse melden sollst, wo wir dann alles weitere klären, wo du mir dann praktisch die Adresse schicken kannst, an die es schicken soll, damit es nicht jeder weiß, wo du wohnst. So Leute, dann haben wir den zweiten Gewinner gezogen. Das heißt, ich drücke nochmal drauf und mache den nächsten. Hoffentlich haben wir da ein paar richtige Antworten. Ich bin gespannt, was das Glücksrad sagt. Berkay Ankara, Vinewood Army, Dominik, feier dich abnormal, weil du einen der besten für mich
bist. Abonnenten spielen keine Rolle für mich, nur der Charakter. Berkay Ankara, ich hoffe, ich tue dir da jetzt wirklich nichts Böses an, aber leider, leider fehlt die Waffe. Die Waffe fehlt. Was habe ich denn gesagt? Es muss drunter stehen mit der HG40. Ich kann leider keine Ausnahme machen. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Spannend, spannend. Hab dich seit 1 bis 2 Monaten abonniert. Philco Brending. Weil du echt gute Videos machst und die Pack-Optik spannend finde. Du hattest die HG40 noch nicht, aber mittlerweile schon. Und ich glaube, dass du den Schädelbrecher auch nicht hast. Junge, du hast dich exzellent informiert, hast alle richtigen Antworten reingeschrieben. Schön wäre natürlich noch der Name von mir gewesen, aber wie gesagt, keine Pflicht. Sag ich mal so, Glückwunsch an alle drei, die gewonnen haben. Ich werde euch, wie gesagt, werde ich unten drunter Kommentare schreiben und ich werde, denke ich mal, sage ich irgendwie, ja, sage ich mal, so eine Sache machen, dass die Leute sich dann irgendwie mit einem Bild oder mit einem kleinen Video irgendwie bei mir melden können, wie sie es mit der Post erhalten haben. Dann, also wie gesagt, ich schicke den Code nicht über E-Mail raus, sondern ich schicke signiert, wie ich es gesagt habe, die Guthabenkarte, wo Mr. Weinwood draufsteht, an denjenigen, dass hinterher keiner meckern kann, ja, das hat er wahrscheinlich sowieso nicht gemacht, sondern die Leute kriegen die auf jeden Fall. Danke erstmal fürs Einschalten. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Ich bin wirklich mega stolz drauf, dass wir fast 1.500 Abonnenten jetzt mittlerweile haben. Für alle, die noch auf die Roomtour warten, die kommt auf jeden Fall gesichert. Aber Leute, ich möchte euch eben die bestmögliche Qualität abliefern und ich kann nicht, sage ich mal, das einfach so raushauen, ohne dass das jetzt irgendwie richtig geil ist. Und das bringt ja auch nichts, sag ich mal. Ne? Wenn man jetzt das hier nicht irgendwie vernünftig aufzieht, dann habt ihr auch keine Freude dran. Kommt auf jeden Fall noch gesichert. Guckt auch, wenn ihr Bock habt, hier mal bei mir in dem Kanal vorbei. Gerade hier bei meinem Kumpel Manuel, der ist gerade krass am Kommen mit seinen ganzen Hardcore-Gameplays. Leute, danke erstmal nochmal. Wie gesagt, ich kann immer nur Danke, Danke, Danke sagen. Jetzt reicht's dann aber auch. Euer Mr. Weinwood. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr neu da seid, schaut mal an meine anderen Videos vorbei. Lasst ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ciao.